Hey, hier da draußen, wir sind gerade hier vor der Naunienritze, Street University. Ja, jetzt kommt Street Culture. In Street Life, wir zeigen dir, wo der Hase läuft. Scheiß auf Artikulieren, Mann, das ist Straßendeutsch. Ja, was ist Street? Freunde, das ist das Leben. Realität. Kommunikation. Zweites Zuhause. Kultur. Also man lernt alles auf der Straße. Die alten griechischen Philosophen haben auch ihre Uni auf der Straße gemacht und haben auf der Agora die gesellschaftlichen Probleme und Konflikte ausgetragen mit friedlichen Mitteln. Willkommen auf der Straße! Wir haben wie eine richtige Uni mehrere Fachbereiche. Die Jugendlichen müssen bestimmte Seminare belegen, zum Beispiel die zur politischen Bildung. War Palästina eine Provinz? Dann den Fachbereich soziale Kompetenz. No Woman, No Cry, wie fandest du das? Sehr interessant, jetzt habe ich, also so habe ich auch mal die Meinungen von den Jungs kennengelernt. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist die Stärke und Überlegenheit einer Gesellschaft oder Kultur oder eines Volkes und nicht die Schwäche. Wir haben auch Seminare mit der Polizei, da müssen sie auch teilnehmen. Das sind die Pflichtseminare, wo man sie auch stark motivieren muss, dass sie daran teilnehmen. Und als Belohnung sozusagen machen sie in einem sehr attraktiven Projekt mit, wo sie mit sehr guten Künstlern kreativ sein können. Er hat vorgetanzt, hat Say Break vorgeführt. Dann haben wir einen coolen Tanz gelernt. Mit einem krassen Flair, für uns fiel das Tanzen nicht schwer. Dazu gab es prominente Seminarlehrer. Ihr könnt gerne raten, Kalcha Candela. Es geht doch nicht um Geld, es geht einfach eine Perspektive eröffnen. Und wir haben einen Sport- und Kampfkunstbereich. Sie haben ein Ergebnis hinterher. Sie bekommt diesen Street Master ausgehändigt. Und wir haben es bisher auch immer geschafft, dass die Besten eines Jahrgangs auch immer eine Reise gemacht haben. Wir sind in Paris, Alter. Das ist die Louvre. Also da hat der eine auf den anderen aufgepasst, als wären wir wirklich eine Familie. Und das war das, was mir insbesondere aufgefallen ist. Also wir versuchen Jugendliche aus unseren Reihen zu Junior-Dozenten erziehen, die eben auch also als Vorbilder dienen. Die sind ja keine Lehrer, die sind cool. Die entwickeln dann Seminare mit Themen und mit Ideen, also die wir als Dozenten wahrscheinlich also gar nicht hätten. Also oder das, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, also Sexismus und Rap-Texten, uns auch jeden Tag halt begegnet, so, ob wir wollen oder nicht. So. Dass man halt lernen kann, aber auch anders. Also das bedeutet in Form von Seminaren den Luxus, Idole oder Prominente einladen zu können, dann geht's ab bei den Jugendlichen oben im Kopf. So. Und wir haben für die Zukunft gelernt, Street University, let's go. We go. I'm ready to die to fulfill my dream. Botschafter für Demokratie und Toleranz. Street University Berlin e.V.